Hey Leute, mein Name ist Fantu und heute gibt's mal wieder eine kleine Runde Black Ops 2. Ich bin heute mit der Elsat unterwegs, das heißt, heute gibt's mal wieder ein bisschen Let's Warm. Let's Warm Folge Nummer 22 ist es mittlerweile. Ich habe hier auf der Elsat mit dabei Griff, Schalldämpfer und Schaft, das heißt, ich habe hier drei Aufsätze mitgenommen. Das heißt natürlich, ich musste bei den Perks ein bisschen langsamer machen und deswegen habe ich auf dem Extra 1 Slot dabei Leichtgewicht und kugelsichere Weste, auf dem Extra 2 Slot Plünderer und auf dem extra 3 Slot Gewandtheit. Ich muss sagen, die Elsat spielt sich auf jeden Fall ziemlich nice und ich finde das Design auch einfach ziemlich gelungen. Ich finde, die schaut irgendwie sehr stark und sehr mächtig aus und diese kleine Munitionsanzeige und auch die Farbe der Munition, das Design der Munition, das man da so links immer sieht, finde ich recht gut gemacht. Also sie ist optisch schön und sie spielt sich auch schön. Ist auf jeden Fall ein schönes LMG und heute soll es so ein kleines bisschen um LMGs gehen, denn ich höre immer wieder, dass LMGs total overpowered sind und dass sie nerven und dass sie runtergepatcht werden müssen und ich sehe das nämlich gar nicht so und ich will jetzt mal ein bisschen erklären, warum ich das so sehe. Also, das LMG ist natürlich absolut overpowered, wenn der Spieler irgendwo mit einem Target Finder durch die Gegend campt. Keine Frage, allerdings sind da alle Waffen sehr stark und nervig. Das heißt, auch wenn einer mit der SMG irgendwo hockt und campt und auch wenn einer irgendwie mit dem Scharfschützengewehr wo hockt und campt oder mit dem Sturmgewehr, ist immer alles ein bisschen nervig, liegt halt einfach daran, dass Camper nervig sind. Ich finde aber, dass wenn man mit einem LMG wirklich auch ein bisschen unterwegs ist und ein bisschen rumrennt und ein bisschen schneller spielt, sage ich jetzt mal, wie ich es auch teilweise in dem Gameplay mache, ich bin auch manchmal ein bisschen langsam unterwegs, muss ich zugeben, aber ich renne doch viel durch die Gegend und wechsle auf jeden Fall meine Position viel und gerade in dieser Rennzeit, wenn man sprintet, ist man so krass gefährdet einfach, weil dieses Anvisieren mit der Waffe braucht einfach wieder ewig. Das dauert einfach echt lange, bis man dann wieder schießen kann und wieder anvisiert ist und den Gegner auch trifft. Das heißt, man ist da schon ein bisschen unterlegen und wenn man dann eben auch noch den Target Finder weglässt, dann ist es doch so, dass man sehr träge unterwegs ist, sehr schwerfällig unterwegs ist und deswegen finde ich eigentlich gar nicht, dass man sagen kann, dass die LMGs ein bisschen overpowered sind. Es ist natürlich so, dass dieser Target Finder ankotzt wie die Sau und ich glaube, wenn man den Target Finder auch mit dabei hat, hat man ein bisschen schneller anvisiert. Das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, muss ich sagen, aber so finde ich auf jeden Fall, dass sie nicht overpowered sind und mir geht sogar immer mal wieder so, dass ich sogar mit dem schneller ziehen Griff irgendwie oder mit dem schneller ziehen Aufsatz immer ein bisschen das Gefühl habe, ah, ich bin zu langsam unterwegs, ich müsste eigentlich ein bisschen schneller sein. Das heißt, so ganz allgemein sind die Dinger schon ganz schön träge. Mich würde es ja mal interessieren, ob ihr viel mit LMGs spielt oder eben nicht so viel. Und wenn ihr mit den LMGs spielt, wie spielt ihr dann? Wie ist euer Spielstil? Ich meine, man muss jetzt natürlich nicht die ganze Zeit rumrennen wie ein Verrückter. Man kann ja auch eher defensiv spielen und halt so ein bisschen sich vorkämpfen, ohne dass es irgendwie gleich campen ist. Das ist ganz klar, das will ich auch gar nicht irgendwie widersprechen oder dem will ich nicht widersprechen, aber trotzdem würde mich das auf jeden Fall mal interessieren, weil ich merke auf jeden Fall, dass ich bei LMGs doch ganz schön aufgeschmissen bin oder oft ganz schön aufgeschmissen bin, weil ich einfach zu viel Rush bei Black Ops 2. Auch mit den ganzen anderen Waffen ist es so, dass ich eigentlich die meiste Zeit sterbe, weil ich einfach total blöd irgendwo reingerannt bin und dann halt letztendlich überhaupt keine Chance mehr habe. Also wenn ich halt natürlich in eine Gegnermenge reinrenne mit drei Gegnern oder so, bin ich natürlich auch mit dem SMG irgendwie zu langsam, wenn es dann ums Anvisieren geht. Das ist eine ganz klare Sache. Und dieses Problem, dieses Rumrennproblem, das ist natürlich bei einem LMG dann noch viel stärker da. Oft ist es auch wirklich so, dass ich immer ganz, ganz, ganz kurz vor meinem Swarm gestorben bin. Hier war es jetzt auch so, dass ich nach 19 Kills gestorben bin und in letzter Zeit sterbe ich so oft bei 18 Kills. Das ist schon sehr nervig. Letztendlich ist es bei mir so, dass ich eigentlich nicht mehr mitzähle am Ende, sondern dann halt einfach spiele. Ich dachte hier auch im ersten Moment, scheiße, es war jetzt wieder kein Swarm Gameplay, habe es mir dann nochmal angeschaut und war dann natürlich erleichtert, aber irgendwie so 18, 17 Kills, irgendwie komme ich in letzter Zeit nicht wirklich drüber hinaus, ist ein bisschen ärgerlich. Naja, das war's von mir, schreibt mir wie gesagt mal in die Kommentare, wie ihr die LMG spielt und ja, das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal.